Du willst wissen, ob man schon in Rocket League Sideswipe traden kann? Dann bist du in dem Video genau richtig. Leute, ganz wichtig, ich muss trotzdem nochmal Danke sagen für mittlerweile 6.800 Abonnenten. Es ist geisteskrank, was abgeht. Ich weiß es nicht. Wir können es wirklich schaffen, dieses Jahr noch 7.000 Abonnenten zu knacken. Alles, was ihr machen müsst, Freunde, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, super gerne ein Abo auf dem Kanal lassen, super gerne dem Video einen Daumen nach oben und natürlich auch die Glocke aktivieren, dass ihr kein geiles neues Rocket League Sideswipe Video oder kein geilen Rocket League Sideswipe Stream mehr verpasst. Aber Freunde, ich würde sagen, wir gehen direkt rein mit dem Video. Ich erzähle euch ein bisschen was über Traden, was ihr in Rocket League Sideswipe wissen müsst. So Freunde, das erste, was wir machen, ist natürlich erstmal das geheime Item öffnen. Und wir werden, wie immer, ein Atomizer ziehen. Wir haben ja Atomizer in Himmelblau schon gezogen. Und jetzt auf Ansage. Ich sag's jedes Mal, aber dieses Mal wird es wirklich passieren. Auf Ansage, titanweiße Atomizer. Seid ihr bereit? Wir kriegen wieder ein paar Körbe. So Leute, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Und zwar geht es um Trading in Rocket League Sideswipe. Die meisten, die schon ein bisschen länger am Start sind auf meinem Kanal, wissen, ich und Trading sind so. Ich habe immer früher in Streams mit der Community getradet. Es war immer ein riesen Ding. Ich habe es damals in normalen Rocket League sogar noch mehr gefühlt als zu zocken. Einfach zu traden. Sachen, die man hat, mit anderen zu tauschen. Die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was abgeht, die vielleicht noch nie in ihrem Leben Rocket League oder so gespielt haben, sondern mit Rocket League Sideswipe quasi angefangen haben. In Rocket League damals gab es eine Möglichkeit, dass du die Items, die du hattest, wir nehmen jetzt mal zum Beispiel meine Items, die ich habe. Wir nehmen jetzt hier, weiß ich nicht, zum Beispiel meinen himmelblauen Atomizer. Den konnte ich eintauschen mit einem anderen echten Spieler, das heißt mit meinen Kollegen, mit Leuten aus der Community, konnte ich zum Beispiel jetzt meinen himmelblauen Atomizer tauschen gegen andere Sachen. Zum Beispiel damals gab es eine Währung in Rocket League, die nannte sich Credits. Credits sind quasi die SP von Rocket League Sideswipe, nur dass man die Credits damals brauchte, um sich zum Beispiel einen Rocket Pass zu kaufen. In Rocket League Sideswipe ist dieser ja kostenlos und man konnte sich mit den Credits auch noch Sachen im Shop kaufen. So ist es ja bei Sideswipe auch. Ich habe, by the way, gerade 19.000 SP. Ich spare gerade die ganze Zeit darauf, weil ich hoffe, dass bald neue geheime Items rauskommen und dann werden wir dann ein dickes Chest-Opening machen. So, aber darum soll es gar nicht gehen, Freunde. Und zwar, es gab früher Credits in Rocket League Sideswipe. Jetzt gibt es SP. Aber mit den SP kann man sich keinen Rocket Pass kaufen und man kann auch leider noch nicht traden in Rocket League Sideswipe. Aber ich hoffe, dass es bald zur neuen Season rauskommt. Und zwar denke ich, dass der nächste Rocket Pass nicht mehr kostenlos sein wird, sondern man dafür entweder SP ausgeben muss, aber dadurch, dass man SP bekommt, wäre das Ganze zu einfach, dann würde der extrem teuer sein, kann ich mir vorstellen, weil es muss auch noch, bis jetzt glaube ich, verdient Rocket League Sideswipe mit dem Spiel noch kein Geld, also man kann sich das Spiel ja komplett kostenlos runterladen, es gibt keine Werbung, man kann sich keine Währung irgendwie kaufen, es gibt keinen Shop, wo man sich irgendwie SP oder so kaufen kann, deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie ab der nächsten Season eine neue Währung mit reinbringen, womit man sich dann unter anderem auch den Rocket Pass kaufen kann, der dann meiner Meinung nach Credits oder was auch immer die neue Währung sein wird, kosten wird, auch wieder so um die 5 bis 10 Euro, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und ganz wichtig, dann wird damit vielleicht auch maybe Trading reinkommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, weil Trading ist immer ein riesen Aspekt, der die ganze Community auch fühlen würde. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, fühlt ihr Trading? Wärt ihr in Rocket League Sideswipe für Trading oder wärt ihr gegen Trading? Schreibt super, wirklich super gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich interessieren, ob ihr auch an Trading interessiert seid, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, wir haben alles, was man dafür braucht. Wir haben extrem viele Items, die man zurzeit bekommen kann, sei es aus den geheimen Item-Drops oder sei es aus dem Rocket Pass. Da gibt es ja auch so viele Drops mittlerweile, alle Silber-Drops zum Beispiel, alle Bronze-Drops. Da kriegt man ja extrem viele Items raus. Aber das Einzige, was man zurzeit damit machen kann, ist diese hier zu verkaufen für ganz wenig SP. Aber das ist ja scheiße. Zum Beispiel mein FSL in Titanweiß könnte ich jetzt für 432 für Münzen verkaufen, aber das wollen wir nicht. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass diese SP, die werden immer bleiben, damit kann man sich dann geheime Items kaufen oder Sachen im Shop maybe und dann wird es noch eine extra Währung geben, die Credits heißt und damit, die kann man dann auch traden, die SP, glaube ich, kann man nicht traden, aber ich denke, wenn wir Credits bekommen, dann wird es im Rocket Pass natürlich auch wieder Credits geben, die man dadurch bekommen kann. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Und dann wird auch Trading in Rocket League Sideswipe stattfinden. Das heißt, ihr könnt dann eure Autos, eure Torexplosion, eure Räder, was auch immer, mit euren Freunden, mit euren
Jetzt zum Beispiel ich auch mit meinen Zuschauern könnt ihr einfach traden. Und da habe ich todes Bock drauf. Ich hoffe, dass es passiert. Auch genauso wie ich hoffe, dass bald Turniere in Rocket League Sideswipe, also dass ich Community-Turniere machen kann. Private Turniere und öffentliche Turniere, wie zum Beispiel es auch in Rocket League war. Das Spiel hat noch so viel Potenzial. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ich glaube, damit kann man ein komplett eigenes Video füllen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal ganz entspannt in ein Spiel rein. Wir gehen einfach mal in Duos auf DIA1-Niveau und dann können wir da noch weiter drüber schnacken. So, Freunde, wir haben jetzt hier ein Game gefunden. Ich spiele jetzt hier mit einem Random Mate. Ich hoffe, der hat was drauf. Nee, aber Leute, allgemein muss man wirklich sagen, wenn Trading in Sideswipe reinkommen würde, ich glaube, die Community würde es ex. Ja, perfekt. Schade, jetzt sind wir in ein Eigentor rein. Die Community würde es extrem feiern. Ich meine, so wie das Spiel gerade ist, es gibt Ones, es gibt Twos. Und es gibt Körbe. Mehr kann man gerade nicht so richtig machen. Klar kann man noch in den Trainingsmodus gehen, kann ein bisschen Airdribble üben, whatever, mit Timer und sowas. Aber das wird, ich sag euch ehrlich, klar, es ist geil, dadurch, dass es ein Mobile Game ist und man es immer so im Auto oder im Zug oder so, kann man es immer nebenbei zocken. Aber das Game wird nicht mehr das Game sein, wie es zurzeit ist. Dass echt viele Leute auch privat zu Hause zocken, das wird, glaube ich, nach und nach verfliegen, wenn die jetzt keine geilen Updates bringen, wie Trading, wie Turniere, was könnte man noch bringen? Auf jeden Fall neue Maps, neue Spielmodis. Da gibt es noch einige Sachen, die man reinmachen kann. Sehr schönes Tor jetzt hier, by the way. 1-1. Wir müssen das Spiel natürlich auch gewinnen. Mein Ziel heute, vielleicht sogar noch Dia 2 zu kommen, müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir uns kurz konzentrieren und dann machen wir auch das 2 zu 1. Sehr geil. Nee, Freunde, aber Trading wäre riesig, richtig geil. Ich hätte auch richtig Bock mit meiner Community. Man könnte dann nämlich geile Verlosungen machen. Wenn Trading rauskommen könnte, könnte ich ein paar Sachen von mir verlosen. Ich mache ja immer sehr viele geheime Items auf und diese könnte ich dann auch immer verlosen. Wir könnten echt coole Community-Events starten. Wir können allgemein so mit Zuschauern traden, so wie in den guten alten Zeiten von Rocket League. Wie geil wäre das bitte? Nicht so geil jetzt hier das 2-2 zu kassieren, aber alles gut. Wir haben hier noch eine Minute, müssen wir uns voll anstrengen jetzt. Pure Konzentration. Also Trading und Sideswipe wäre schon eine sehr geile Nummer. Gerade, ich glaube halt wirklich, dass man nicht diese SP dann traden kann, sondern wirklich das noch eine extra Währung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Rocket League das Spiel so lässt. Die können ja, ich verstehe das nicht. Also wirtschaftlich gesehen jetzt, wo gibt es irgendeinen. Ich kann mir vorstellen, dass die jetzt am Anfang versuchen, irgendwie erstmal eine Community aufzubauen. Deswegen jetzt erstmal ohne echt Geld, Währung, irgendwas hier machen. Aber man kann bis jetzt noch nicht einen einzigen Cent in Sideswipe ausgeben. Und das sind ja, womit so Leute wie Clash Royale oder was gibt's denn noch? Diese ganzen Games, die finanzieren sich ja mit irgendwelchen In-App-Käufen, heißt es. Das heißt, du kaufst irgendwas, um im Spiel irgendeinen Vorteil zu haben. So wie du in FIFA irgendwelche Packs kaufst, um bessere Spieler zu haben, kannst du zum Beispiel im normalen Rocket League die Credits kaufen und damit die geile Items holen oder was auch immer, oder den Rocket Pass. Allgemein gerade der Rocket Pass lohnt sich ja immer enorm, aber ich denke auch, dass es dann so sein wird, dass man dann einmal irgendwie sich für 500 Credits irgendwas kaufen muss und dann kann man traden. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die es genauso machen, weil sonst wird es wieder viele Leute geben, die das ausnutzen und dann irgendwelche Leute scammen. Jetzt müssen wir uns ganz kurz anstrengen. Steht hier gerade 4-4. Vielleicht gewinnen wir das Spiel wirklich noch. Wir haben gerade noch 4-2 zurückgelegen. Jetzt haben wir direkt zwei Tore gemacht. Mein Mate scheint gar nicht so kacke zu sein. Boah, er hat mich richtig hops genommen. Ich habe das Gefühl, by the way, jeder hat Atomizer. Ich spiele gegen Leute, jeder hat Atomizer. Jeder hat Atomizer. Und Scarab ist for real ein richtig geiles Auto. Ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, welches Rocket Pass Level ihr zurzeit seid. Aber Scarab ist so ein geiles Auto. Ich glaube, ich werde dazu mal ein Video bringen, wo ich so die geilsten Shots mit meinem Scarab reinpacke. Weil holy shit, ihr glaubt gar nicht. Alles gut. Ja. Egal, alles gut, wir verlieren, aber es ist gar kein Problem. Jeder verliert mal. Ich war jetzt auch nicht unbedingt eingespielt, aber ist egal, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, aber es ist viel wichtiger, Freunde, dass ihr jetzt eure Meinung zum Traden in die Kommentare schreibt. Glaubt ihr, yo, Clash Dogs Trading kommt bald rein in Rocket Sideshop oder sagt ihr, nee, auf gar keinen Fall, wegen dem und dem Grund? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Trading irgendwann ein Teil von Rocket League Sideshop werden kann, einfach nur, weil die ganze Community liebt Trading, außer jetzt im normalen Rocket League, weil es nach und nach kaputt gemacht wurde. Durch so Sachen wie, yo, es kam ein TW Fennec oder ein TW Dominos im Shop. Dadurch wurde Trading halt leider nach und nach immer mehr kaputt gemacht. Die ganzen Sachen wurden nichts mehr wert. Und ich glaube, dass ein Trading wirklich dieses Spiel nochmal auf ein anderes Niveau heben kann. Dass es dann wirklich
zu meiner Meinung nach ist es schon eins der besten Mobile Games, aber wirklich zu dem besten Mobile Game machen kann. Leute, schreibt wirklich super, super gerne eure Meinung in die Kommentare. Es würde mich extrem interessieren. Aber ich würde sagen, Freunde, wir quatschen gar nicht mehr lange drum rum. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit euren Freunden, mit eurer Familie. Macht das Beste draus. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut rein und ciao. Ciao. We are here.